Willkommen zum zweiten Teil meiner Vorstellung meines Aufnahmesetups. Der zweite Teil dreht sich quasi um die Kompression und den Schnitt von Videos. Dafür nutze ich den FreeMake Video Converter, den man sich auf dieser Webseite hier runterladen kann. Das mache ich gleich mal. Und führe den aus. Wichtig ist, dass man hier sehr darauf achtet, was man installiert. Wenn man nämlich nur den FreeMake Video Converter installieren will, was in den allermeisten Fällen der Fall ist, sollte man vieles beachten bei der Installation. Einerseits kann man hier den Haken rausnehmen, dass man FreeMake bei der Verbesserung der Software mit Absturzberichten und Nutzerstatistiken informiert. Das erzeugt nämlich Traffic, den wir nicht wollen. Und dann geht's los. Wichtig ist hier gleich im ersten Schritt die nicht auf Express zu lassen, weil man dann nämlich dieses Snapdo Browser Widget installiert, was man da gar nicht installieren möchte eigentlich. Also vielleicht möchte das ja tatsächlich jemand, ich möchte es nicht. Ich nehme es raus. Und gleich geht's weiter. Dieses Tune-Up Utilities 2014 möchte ich auch nicht installieren, nehme ich auch raus. Weiter. So, und auch hier möchte ich die benutzerdefinierte Installation wählen. Ich will kein Desktop-Symbol und ich will auch kein Browser-Plugins vom FreeMake installiert bekommen. Ja, vielleicht findet es der ein oder andere nützlich. Ich will es nicht. Mich nervt sowas. Ich will einfach nur das rohe Programm, was eben das tut, was ich möchte. Ja. Jetzt installiert es erst einmal. Das geht relativ fix. Ist ja ein kleines Programm, aber es ist sehr nützlich. Okay, und zum Abschluss starten wir den Converter. Das öffnet auch diese Donating-Webseite, wo man quasi, wenn einem das Programm sehr gut gefällt, die Entwickler auch noch ein bisschen Geld unterstützen kann. Wichtig ist jetzt aber diese Seite. Und jetzt wähle ich hier eines meiner Let's Plays aus. Und zwar nehme ich einfach mal die letzte Folge, die ich aufgenommen habe. Dazu öffne ich hier die Videodatei. Das steht schon im Ordner Aufnahmen. Und ich wähle hier mir die flüchtende Elite. Das ist meine Folge 27, die letzte Aufnahme, die jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, noch gar nicht im Internet ist. Und jetzt kann ich hier den Schnitt machen. Ich starte das Programm immer und dann kommt erstmal das Intro und so ein Quark. Das schneide ich immer weg. Und mein lautes Atmen kommt da auch. Das kann man alles rausschneiden, indem man hier quasi die Scheren nutzt. Das demonstriere ich jetzt hier einfach mal live. So, und jetzt drücke ich wieder Pause, setze die zweite Schere und schneide schon mal die ersten 10 Sekunden aus dem Video raus und drücke dann quasi OK. Am Ende schneide ich auch noch was raus. Aber das kann ich dann immer noch machen. Und dann gibt es wichtig diese Einstellung für die Kompression. Ich möchte eine AVI draus machen, also es soll quasi eine AVI bleiben. Das ist hier bereits eine AVI, aber es soll natürlich eine kleine AVI werden. Die würde jetzt hier 773 Megabyte ungefähr groß werden. Wird mir das angezeigt. Ich möchte hier quasi ein eigenes Profil hinzufügen. Das Bild hat eine Größe von 1024 mal 768. Deshalb muss ich eine benutzerdefinierte Größe wählen. Das ist ja noch ein 3 zu 4 Format. Wähle das aus, mal 768. Das 3 zu 4 Format von Jagged Alliance. Audio ist bereits mit drin. Hier kann ich noch Audio-Codecs auswählen. Denke
196 Kilobyte per Second reicht da locker aus, was die Bitrate des Audios angeht. Und dann habe ich hier schon meine Einstellung. Drücke hier quasi auf OK. Jetzt wird mir hier ein bisschen weniger angezeigt. Aber ich glaube, das Video ist tatsächlich am Ende noch ein bisschen kleiner. Und jetzt drücke ich einfach auf Konvertieren. So, wenn es dann läuft, dann wird jetzt hier neuerdings Werbung eingeblendet. Ist aber nicht weiter wild. Ja, stört ja nicht großartig. Interessant ist hier auch noch dieser Knopf, dass man eben nach Abschluss des Vorgangs, wenn das Video fertig ist, den PC herunterfahren kann. Das finde ich auch sehr, sehr nützlich, weil ich mache das oft, das Video, oder mache das Video oft so fertig, dass ich quasi, wenn ich ins Bett gehe, diesen Konverter anschmeiße, hier auf den Haken drücke und den dann einfach laufen lasse und am nächsten Morgen ist der Rechner aus und wenn ich den wieder benutze, dann kann ich ihn wieder hochfahren. Blöder Kommentar, aber ist so, ja. Auf jeden Fall kann man das hier schön mit herunterfahren und das funktioniert auch alles. So, das will ich jetzt hier aber tatsächlich nicht ausführen. Da kann man sicherlich noch mehr mitmachen mit dem FreeMake, aber das reicht mir für mein Setup vollkommen aus, was ich jetzt gezeigt habe. Und für ähnliche Spiele ist es auch vollkommen geeignet. Ja, das soll es zu diesem Part gewesen sein. Beim nächsten Part soll es dann um den letzten Teil gehen, wie man das Video, was jetzt hier bei rauskommt und fertig ist, dann schlussendlich bei YouTube hochlädt. Und das zeige ich euch dann im dritten Teil. Soweit so gut.